Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir dreht sich normalerweise ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und normalerweise sieht man auch nicht hier mein Profil im Vollbild, sondern man sieht eher den Screen von mir mit dem Aktienfinder. Jetzt mal ein bisschen anders. Warum? Weil ich betreibe aktuell den Aktienfinder aus der Karibik aus, und zwar aus Martinique. Man kann das hier auch wunderbar sehen, wenn man mal ein bisschen hier aus dem Balkon hier rausfilmen. So sieht jetzt gerade mein Ausblick aus. Aber jetzt wieder zurück zu dem eigentlichen Geschehen. Warum jetzt hier ein Video? Weil ich denke, das ist ganz interessant, wenn man einen Einblick gibt in das Thema Selbstständigkeit und Urlaub. Urlaub also in Anführungszeichen. Warum? Der Aktienfinder läuft ja weiter. Und ich habe momentan im Schnitt zwischen 30 bis 50 neue Mitglieder, die sich am Tag registrieren. Also so 50 oder ein bisschen drüber. Das ist natürlich schon momentan jedenfalls noch Spitze. Langfristig aber Tendenz sowieso steigend, bin ich auch dankbar drüber. Aber Aktienfinder läuft weiter. Die Leute stellen trotzdem ihre Fragen und die Daten wollen trotzdem überwacht werden. Und das Geschäft läuft im Prinzip weiter. Business as usual. Und das ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt Urlaub nennen kann. Und das ist halt eine Geschichte, die, denke ich, betrifft jeden, der selbstständig ist, insbesondere in den ersten Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe zwar, oder der Aktienfinder hat zwar bereits sehr viel erreicht, aber er steckt im Prinzip immer noch in den Kinderschuhen. Und der Aktienfinder, der ist nach wie vor untrennbar mit meiner Person verbunden. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach mal tatsächlich eine Auszeit nehme, dann besteht das Risiko, dass vielleicht auch der Aktienfinder eine Auszeit nimmt, unfreiwillig, und das käme natürlich nicht gut an, insbesondere bei denen, die vielleicht sogar Geld dafür bezahlt haben im Rahmen einer Vollmitgliedschaft. Insofern ist so ein Urlaub, sage ich jetzt mal, nicht der Urlaub, den man so genießen kann oder den ich so genießen konnte, als ich noch Angestellter gewesen bin, aber ich versuche es natürlich trotzdem. Und ich möchte jetzt auch da eine Anekdote zum Besten geben. Und zwar der allererste richtige Urlaubstag hier. Ich war zum allerersten Mal am Strand mit Tochter und Frau und habe mein Handy rausgeholt. Da kriege ich ja die ganzen Nachrichten vom System und von den Benutzern. Und dann hat mir ja gleich eine E-Mail ins Gesicht gelacht von einem Mitglied, der gesagt hat, die Seite läuft nicht mehr. Tja, da habe ich erstmal zu meiner Frau gesagt, ich ignoriere das mal ganz locker, weil wenn es einer sagt, einer behauptet, da werde ich jetzt nicht vom Strand weggehen und ins Auto reinspringen und ins Hotel fahren. Das Blöde war, nachdem ich kurz im Wasser war, kam die zweite E-Mail, dass die Seite offline ist. Laufzeitfehler 500, das war alles. Und da habe ich gewusst, okay, da ist wohl irgendwas passiert. Also ins Auto reingesprungen, ins Hotel gefahren und dann habe ich mir kurz die ganzen Geschichten angeguckt mit dem relativ wackeligen WLAN, was natürlich super viel Spaß macht. Und habe gesehen, es funktioniert tatsächlich nicht. Da war meine Urlaubslaune natürlich sofort dahin, oder, beziehungsweise der letzte Rest davon. Und dann habe ich gesehen, dass es nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt, sondern im Verantwortungsbereich meines Hosters, also desjenigen, der den Server betreut. Ich habe einen Managed Server, habe das extra gemacht, damit sich Profis drum kümmern. Vorher habe ich auch das selber gemacht, aber man muss ja ein bisschen was abgeben, weil irgendwann ist es sonst zu viel. Tja, und dann habe ich bei meinem Hoster angerufen, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Also gute Ratschläge für neue Hoster brauche ich nicht, vielen Dank. Habe ich bei dem Hoster angerufen und dann war da die Hotline und Scheißzeitverschiebung, da war eben schon Schicht in Deutschland. Das heißt, da war jetzt noch jemand da, der hatte quasi Telefondienst und entsprechend viel Ahnung. Der konnte also nicht weiterhelfen und dann bin ich schon etwas nervös geworden und Gott sei Dank gab es dann noch einen Bereitschaftsdienst, also einen Techniker, der von Tuten und Blasen Ahnung hatte und der hatte das Ganze dann wieder hingekriegt, sodass dann die Seite wieder lief. Und das war das erste Mal, dass sowas passiert ist in über einem Jahr. Und es war natürlich genau am allerersten Urlaubstag. Und zwar, gelinde gesagt, scheiße. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es war einfach scheiße. Und ich entschuldige mich mal bei allen Mitgliedern. Das waren vielleicht 3 Stunden, wo die Seite offline war.
Ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Jedenfalls zeigt es eins eben ganz deutlich, dass wenn man selbstständig ist und man betreibt was jetzt so etwas von der Komplexität des Aktienfinders, da könnten theoretisch auch andere Dinge schiefgehen, auch wenn es bisher eigentlich wirklich, wirklich super läuft und da bin ich auch stolz drauf. Aber es zeigt einfach, dass wenn man so ein Baby am Laufen hat, dann ist es nicht immer ganz einfach, da mal eine Auszeit zu nehmen, beziehungsweise es geht schlicht und einfach nicht. Das heißt, man muss mit so einem Projekt wirklich leben. Und ich denke, das muss auch jeder Selbstständige machen. Der muss sich bewusst sein, dass auch wenn man ab und zu abkotzt aufgrund der Arbeit, die man da hat als Angestellter oder als Arbeiter, man hat nichtsdestotrotz ungefähr 30 Tage Urlaub und man kann doch dann relativ gut abschalten und man bekommt Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Also das sind alles Dinge, die sind eigentlich nicht schlecht und das sind ja die Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft auch. Danke SPD, auch wenn es die bald vielleicht nicht mehr gibt. Nochmal ein letztes Dankeschön. Ja, insofern, bevor ich jetzt abschweife und das Video darf nicht zu lang werden, weil wer weiß, ob ich es überhaupt hochladen kann mit dem WLAN, wollte ich mich einfach mal grüßen. Wollte ich einfach mal grüßen aus Martinique und bin zuversichtlich, dass der Aktienfinder weiterhin stabil läuft, auch wenn ich hier in der Karibik bin. Und nächste Woche, keine Sorge, bin ich dann wieder zu Hause und dann gibt es wieder die ganz normalen Videos, so langweilig aus dem kalten Norden bzw. aus dem kalten Deutschland. So, dann Gruß nach Deutschland, warm anziehen. Ich werde es ab nächste Woche auch tun. Tschüss!